Aufgrund von Umfragen wissen wir, dass auf der Besorgnisskala der Bevölkerung Pflanzenschutzmittelrückstände ganz oben stehen. Wir wissen aber aufgrund von Analysen und den Bewertungen, dass von Pflanzenschutzmittelrückständen nur ein geringes Risiko ausgeht. AGES untersucht in Österreich alle amtlichen Proben auf Pflanzenschutzmittelrückstände und wir haben sehr viele Lebensmittel, wo wir keine Rückstände quantifizieren können. Ein Beispiel wären da die Kindernährmittel. Das andere Spektrum wären Basmati-Reis zum Beispiel, wo wir letztes Jahr eine Kleinaktion durchgeführt haben und wirklich sehr, sehr viele Rückstände auch mit Beanstandungen hatten. Weitere Beispiele sind Superfood, Goji-Beeren, wo wir Rückstände bis hin zu 20 Wirkstoffen je Probe finden. Wir untersuchen mittels Pestizid-Multimethode, das heißt je Probe bis ca. 650 Wirkstoffe. Daneben haben wir auch noch eine Reihe wichtiger Einzelparameter, die mittels Multimethode nicht analysierbar sind. Und ein Paradebeispiel dafür wäre der hochpolare Wirkstoff Glyphosat. Die Proben werden von der Behörde der Lebensmittelaufsicht oder der BH angeliefert. Dann ist es um und auf in der Rückstandsanalytik, dass man wirklich eine feine, repräsentative Probe erhält. Wir homogenisieren in aller Regel mit flüssigem Stickstoff, damit die Wirkstoffe nicht abgebaut werden, aber auch um feinste Partikelgrößen zu erhalten. Und dadurch gewährleisten wir, dass wir ein repräsentatives Ergebnis für die Gesamtprobe, wie sie ins Labor hereinkommt, erhalten. Aus dem homogenen Saat heraus werden 5 bis 10 Gramm der Probe eingewogen und mittels Lösungsmittel extrahiert. Und nach einer eventuell weiteren Aufreinigung mittels Gaschromatographie und Flüssigchromatographie aufgetrennt und mit Massenspektrometrie bestimmt. Sollten wir im Zuge unserer Expositionsabschätzung erkennen, dass ein Gesundheitsrisiko besteht, so wird die Behörde von uns mittels Gutachten darauf hingewiesen und die Behörde setzt dann die weiteren Maßnahmen, die bis hin zu einem öffentlichen Rückruf reichen können. Sie können unbesorgt Obst und Gemüse essen. Das größte Risiko besteht darin, dass Sie zu wenig Obst und Gemüse essen.